Bis zum Ohrpfeifen, Ohrpfeifen. Aber denk dran, unsere Ansichten sind jetzt komplett umgekehrt. Das heißt, Dinge auch, wo wir sagen würden, das fanden wir gut, fanden wir schlecht. Wir müssen nur erklären, warum wir schlecht fanden. So musst du einfach denken. Ist bizarro. Wir müssen auch hinter alles bizarro setzen. Das versteht das keine. Auf Wiedersehen und überhaupt nicht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Bizarro DSF. Ja? Ihr kennt vielleicht Superman und das Superman-Universum. Da gibt es eine Gegenwelt und da gibt es auch einen Anti-Superman sozusagen. Der heißt Bizarro. Und so ähnlich machen wir diese Folge auch. Denn heute geht es um Braveheart. So, ihr wisst ja, Bizarro Torben war ja schon öfter mal zu Besuch und dann habe ich mir gedacht, ich bringe meinen Kumpel Bizarro Tom mit und wir untersuchen jetzt mal Braveheart und wie das so ablief. Also du hast ihn ja gesehen. Ja, es ist ein Film von 1992, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber Anfang der 90er wird es schon gewesen sein. Erzähl du mal die Story, ich guck mal eben nach. Okay, die Story kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? William Wallace und so führt einen Freiheitskampf gegen die englischen Besatzer und möchte damit das schottische Volk befreien. Eigentlich richtig angepisst ist er erst, als er ja seine Frau kennenlernt und da haben die Engländer so ein Ritual, wenn geheiratet wird, dann kommt der Lehnsherr da, der Englische, vorbei und darf die Braut in der ersten Nacht bumsen. Das ist recht prima noctis. Was ist übrigens, das muss ich mal... Das findet er nicht so richtig gut und da kommt es dann zum Eklat und pipapo und dann bringt er so ein paar Engländer um und muss dann irgendwie fliehen, wird dann zum Rebellenanführer, führt ganz viele Schlachten gegen die Engländer und am Ende wird ein Votum abgehalten, es ist dann allerdings schon 300 Jahre später und da sagen dann die Schotten, nö, wir wollen doch lieber weiter Englisch bleiben. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Der Film ist von 95 übrigens. Gut. Und das, ich habe mal gelesen, es wird ja immer behauptet, das Recht prima noctis gab es wirklich. Dann habe ich aber mal gelesen, dass ein promovierter Schlagmilchdot-Wissenschaftler da sagte, nee, das gab's nie. Das haben die Schotten nämlich erfunden, um, weil das wäre dämlich. Überleg mal, du bist Besatzer und lässt dann so ein Gesetz über ein ganzes Land. Die würden Amok laufen, die würden Terror und Tod herrschen lassen. Haben sie auch gemacht. Ja, pass auf. Ja, aber laut Schrift, laut der Schriften der Gelehrten und so von damals, wurde das nie ausgeführt. Die Schotten haben das erzählt untereinander, damit die Schotten wütend wurden auf die Engländer und revolutioniert haben. Das habe ich beim letzten Mal schon erzählt. Ist ja auch wurscht. Kann sein. Erstmal ist das schon vollkommen geschichtsverfälschend, weil das war nämlich alles ganz anders. Ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, wie es war, aber ich glaube, sowas wie William Wallace und sowas in der Art und Weise hat es nie wirklich gegeben. Und diese Story ist wahrscheinlich auch extrem romantisiert. Er fängt dann ja auch noch irgendwie so eine kleine Möchtegern-Liebelei an mit der... Ja, mit der englischen Königin, englischen, mal eben Prinzessin angeheiratet von den schwulen Sohns von sonst wem. Ist ja auch wurscht. Genau. Ist halt erstmal totaler Quatsch. Dann natürlich geschichtsverfälschend, er ist niemals in England einmarschiert. Ja? Wie kann man sowas über William Wallace... War das in dem Film drin? Ja, der ist ja nach York marschiert. Oh, okay. Das war schon mal totaler Quatsch. Dann sieht er aus wie ein Heckenpenner. Der ehrliche William Wallace war viel hässlicher. Ja. Ja, und ich glaube auch viel kleiner. Und hatte wahrscheinlich auch viel schlechtere Szenen, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Kommen wir mal zu den Schlachtszenen. Das ist sowas bei diesen Szenen immer. Also Regie hat Mel Gibson geführt, das merkt man auch. Mel Gibson ist vollkommen durchgedreht. Ich meine, guckt euch mal, wie heißt der andere noch? Apokalypto und die Passion Christi und diese ganzen Sachen an, die er gemacht hat. Das sind alles Torture-Porn-Sachen und auch da bei Braveheart fing das auch schon so langsam an. Das sind Schlachtenszenen, die braucht kein Mensch. Also sowas von eklig, also so richtig blutig, wo einem der Kopf abgeschlagen wird, dann halten einen die Schotten auch noch ihre Ärsche ins Gesicht und so ein Kack, alles was man nicht sehen will. Und das ist schwierig durchzuhalten. Das ist alles Spaß. Ja, die Special Effects auch total dämlich. Also wo er mit dem Schwert auf den Schädel schlägt, da sieht man ja sogar links und rechts noch das Grüne, als wenn da eine Melone wäre, der seinen Helm aufgesetzt haben, wo man da mal an nicht drauf hat. Das ist mir noch nicht aufgefallen. Mir kam das eher so vor, als hätten sie da in diese, diese Panzerkapuze irgendwie so einen Strohkopf reingesteckt oder sowas, weißt du? Weil der so komisch sich verbogen hat, als er ihm das Schwert da so reingedonnert hat. Mag sein, auf jeden Fall 1214 oder wann auch immer dieser Film spielte,
gab es das auch alles noch so gar nicht. 1200 sogar schon. Ja, das war ich mir nicht mehr so ganz sicher. 1314, 40? Was war jedenfalls ziemlich lange her. Spielt überhaupt keine Rolle, auch diese Rummacherei da am Schluss, wo sie den da foltern. Es sieht so unspektakulär aus, einerseits. Es soll doch aber auch gar nicht so passiert sein, ehrlich gesagt. Nee, das ist auch verfälscht. Die waren in Wirklichkeit viel, viel grausamer zu ihm. Er hat in Wirklichkeit viel ganz andere Sachen gesagt. Und dieser Typ, der ihn gefoltert hat, ist der Typ aus der Chupa Chups Werbung. Wie bescheuert ist das überhaupt? Richtig. Und ich glaube, er hat am Ende auch irgendwie was geschrieben mit Leck mich am Arsch, Engländer oder sowas. Und nicht Freiheit. Das klingt natürlich sehr romantisch. Das ist eben auch das, was ich den Film ankreide. Das ist richtig für Hollywood aufbereitet. Das ist romantisierend. Das ist alles so heroisch. Also als wäre William Wallace wirklich der Super-Motherfucker-Held vor dem Herrn wäre. Eigentlich war das nur ein Mörder, ein Aufständler. Eigentlich ist er ein Aufständler gewesen, ja. Mel Gibson, der sowieso mega auf den absteigenden Ast ist. Ich meine, hast du mal diese Telefonate gehört, die er mit seiner komischen Freundin da geführt hat? Freundin ist auch in dem Film drin. Ich glaube schon, ja. So bei den Outtakes, das war ziemlich witzig. Ja. Auch wie er da besoffen im Polizeiwagen saß und so. Das haben sie alles hinten drin in der Special Edition. Das müsst ihr mal gucken. Naja, sei dahingestellt, der Film geht ja irgendwie, keine Ahnung, 2, 3, 5 Stunden. Mir kam er vor wie 20. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt sehen müssen. Mel Gibson ist, ja, wie gesagt, ja auch nicht mehr der Beste. Damals auch nicht. Ach, eigentlich hat er noch nie was großartig gerissen. Nur hier bei Lethal Weapon war es auch Murto, der die ganze Arbeit übernommen hat. Und er war mehr so der Statist. Ja, da ging mir die ganze Zeit Hundekriegse gefressen. Ja? Ja. Das ist ein ekliger Idiot. Aber jetzt muss man wirklich auch mal dazu sagen, Experiment kläglich gescheitert, weil über Braveheart kann man einfach nichts Schlechtes sagen. Der Film ist geil. Ich glaube, da würden wir sogar noch, weil ich ihn viel häufiger gesehen habe, über Zurück in die Zukunft wirklich Dinge einfallen, die man wirklich kritisieren könnte. Könnte man ja vielleicht. Ah, wir werden sehen. Obwohl, nein, nicht wirklich. Komm, wir machen gleich weiter. Hier, wir machen einen Rundumschlag. Crispin Glover oder wie der Typ hieß, der den Vater von Marty gespielt hat. Ne? Also. Willst du das jetzt weiter so durchziehen? Ja, warum nicht? Der George McFly gespielt hat. Ja. Der ist ein richtig beschissener Schauspieler. Ja, der ist... Oder? Das muss man wirklich mal dazu sagen. Nicht nur der. Überleg mal, der Typ, dieser, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, der einen der Hauptschauspieler gespielt hat. Der Typ, der kleine, hektische... Der sagt, free Pepsi, you gotta pay for it. Ja, genau. Ja, der kleine Wichser. Nein, ich meine den Hauptschauspieler. Ach so. Nee, so funktioniert das nicht. Du musst schon Dinge nennen, die wirklich schlecht daran waren. Ja, ich sag doch, dass er schlecht war, weil ich mich nicht mehr an den Namen erinnere. Du musst mal überlegen, erstens ist er ja sogar so schlecht gewesen, dass er krank geworden ist. Ja! Achso, und deswegen, weil er so schlechte Schauspieler hat, ist er ja, so krank geworden. Ja, und hat er auch noch seine eigene Tochter und seinen eigenen Sohn gespielt. Das sah so albern aus. Ja, das sah allerdings albern aus. Das kann man wirklich kritisieren. Ja. Und dass die Macher dann auch vom zweiten Teil hauptsächlich doch sehr daneben gelegen haben, weil das Spiel ja 2015. Und ich meine, das war der 21. Oktober 2015. Irgendwie sowas, ja. Das ist also gar nicht mehr so lange hin. Und falls demnächst Mattel nicht irgendwie tatsächlich Hoverboards rausbringt oder so, oder Powerlaschen oder fliegende Autos erfunden werden, oder genau, und Steven Spielberg muss natürlich noch, ich glaube, es waren 14 Teile des Weißen Hai. Ja, ja, richtig. Das wird schon eng. Ja? Ich glaube, das war Teil 19 oder so. Kann das sein? Oder, nee, es gibt aber 4 Teile, ne? Geschenkt. Also auf jeden Fall schafft er das nicht. Bis dahin, bis Oktober. Und ja, genau. Nein, ich finde Teil 3 auch ehrlich gesagt immer noch den besten. Der war wirklich spitze. Und das Ende ist das Allertollste daran. Das Ende ist das Beste. Das rettet die ganze Trilogie noch am Schluss. Findest du? Ja. Ja, ich finde das ja auch. Es ist endlich durch diesen tollen Schluss ist die ganze Trilogie gerettet worden. Weißt du? Da steigt er aus dem DeLorean aus, guckt erstmal blöd in der Gegend rum und ja, und dann kommt der Zug. Ja gut. Und der Zug, der macht ein komplettes Auto kaputt und bleibt nicht mehr stehen. Nee. Ist ja schon mal aufgefallen. Und danach kommt auch, es erscheint keiner. Nein, es kommt der keiner. Geht erstmal nach Hause zu seiner Freundin, kommt wieder nach gefühlten 3 Tagen und ja, da liegt immer noch alles rum. Das ist scheißegal. Ich meine, wenn hier zu Lande wirklich ein Fahrzeug auf den Schienen steht und dann Zug durchrast, ne, dann ist hier Highlife in Tüten, dann kommt alles, was fliegen und fahren kann. Ne? Aber da ist das nicht so schlimm. Das ist die USA, ein so ein Zug nimmt auf einer Route mal 3 Autos mit, das interessiert keinen. Ja, genau. So, das war das Fazit, wie ist deine Bewertung? Es klaut auch Leben. Keiner die Trümmer, weißt du, da liegen irgendwie Autoteile, Reifen und so, da klaut auch keiner, das ist ein super Gegner. Ja, ja, ja.
Ja. Ja. Nee, ich überlege gerade, ob mir über die Trilogie noch irgendwelche Sachen ein. Ach so, ich kann dein Leben bewerten, wenn du willst. Ich weiß nicht, hier dieser mein Leben. Also, ja. Was ich besonders toll fand, war, als Griff, ja, in der Zukunft diesen Knüppel hat, den man so ausfahren kann. Ja. Weißt du, wenn man aus einem kleinen Baseballschläger einen etwas größeren Baseballschläger machen kann. Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Komplett. Das ist total super. Ja, und was ist noch bescheuert? Ja, also gut, dieser ganze Ripple-Effekt ist ja sowieso der absolute Quatschkäse. Ja? Weil, ich meine, der alte Biff fliegt mit DeLorean im zweiten Teil ja in die Vergangenheit, um sich selber das Buch zu geben und dann reich zu werden. Pipapo. Da müsste sich doch an dem Augenblick flupp die Zukunft verändern. Der alte Griff, der Biff, der hätte von diesem Zeitpunkt aus, wo er sich das selber das Buch gegeben hat, gar nicht in diese ganz normale Zukunft wieder zurückfliegen können. Kommt natürlich noch dazu. Aber das ist ja deren Problem auch ständig immer irgendwie. Weil er gar nicht zu dem Biff geworden wäre, wäre also nie da gewesen, wäre nie in die Zeitmaschine gestiegen, um zurückzufliegen. Mal abgesehen von diesem Paradoxon haben Martin und Doc ja auch immer dieses Problem oder was die ändern irgendwas und kurz nachdem die das geändert haben, fahren die wieder zurück. Oder einer von beiden, wie dem auch sei. Und dann ist die Zukunft so, wie sie sich dann eben verändert hat, weil sie diese Sachen gemacht haben. Der Biff hat ja auch was verändert, aber kommt trotzdem in seine ganz normale Zukunft wieder zurück. Weißt das du, macht keinen Sinn. Weißt du, was mir am meisten auf den Keks geht? Der Film Ghostbusters. Weißt du auch warum? Was überhaupt Mama, keinen da Sinn brennt die Muschi, ergibt keinen Sinn. Das sowieso dieser Spruch nicht. Ergibt keinen Sinn. Und der Muschis der, können nicht brennen. Hast du das schon mal versucht? Ich meine, das versenkt vielleicht einen Stick dann eklig, aber es kann nicht brennen. Der Marshmallow-Mann macht die ganze Stadt kaputt und der eine macht nur Witze darüber. Das ist mega unmenschlich, erstens das. Das stimmt. Aber zum Glück drehen sie den ja jetzt neu. Mit dieser Melissa McCarthy, die ja die tollste Schauspielerin der Welt ist, endlich. Ja, da bin ich wirklich froh, dass die Ghostbusters jetzt alle Frauen sind. Ja. Da brauchen die ja gar keine Schleimkanonen mehr. Ich habe keine Lust mehr. Nee, gut. Also ich gebe unserem Dreh hier gebe ich eindeutig 0 von 1000 Punkten. Also ich gebe dem einen 2 Daumen nach oben und deinen noch mit. Wollen wir jetzt endlich mit Polysemia 50 anfangen? Ja, ist eine gute Idee. Okay, alles klar. Viel Spaß. Tschüss. Das war ja richtig beschissen. Ich kann mir vorstellen, wenn man das ein bisschen teilschneidet, kommt nicht ganz gut. Na toll, jetzt muss ich wieder teilschneiden. Ja, sicher.